So, und ich darf jetzt recht herzlich begrüßen von euch aus gesehen, rechts nach links, Flair, Sido, B-Tight sind jetzt bei mir. Ja, genau, wir haben auf jeden Fall nochmal eine vernünftige Begrüßung hier, wie sich das gehört. Wir haben uns ja heute Morgen schon mal gesehen. Was? Alter, ich wollte, Mann. Nee, ich hab's jetzt vorweggenommen. Ja, jetzt Applaus für die. Ich hab mir Applaus für den, also den fand ich auf jeden Fall sehr gut. Der kann man vielleicht auch nochmal samplen. Wo ist deine Cola, wo bleibt die? Ja, pass mal auf. Ich habe gesagt, ich mach den nicht mit Ansage, weißt du? Ich komme einfach so, wenn du nicht damit rechnest. Okay, alles klar. So, außerdem kommt der Geile, Alter. So, und jetzt geht's los. Erstmal recht herzlich willkommen hier. Und ihr seid im Moment eigentlich auf Tour, ne? Also habt ihr heute irgendwie einen Tag Pause oder wie läuft das? Einen Tag Pause konnten wir einplanen, mal zu Viva zu kommen und so. Ja. Promotag und so, weißt du, mal Haare schneiden gehen, mal duschen. Da kann man vielleicht nochmal sagen, also wir, Sido und ich haben uns, also man glaubt ja nicht, aber wenn mich einer anruft und sagt, was machst du gerade, ich bin mit Sido im Friseursalon, hat mir nicht so richtig einer geglaubt. Ja. Aber wir waren da heute Morgen und wir wollen nicht zu viel verraten. Nee. Am Samstag sieht man es auf Viva, ja, ne? Stimmt. Ja, und Samstag auf Viva. Wie gesagt, ihr seid auf Tour mit dem neuen Album und Agro-Ansage 4, der Label-Sampler. Weißt du, wir machen ja die ganze Zeit in Agro-Manier immer jedes Jahr oder so, oft wir können, machen wir einen Sampler, wo wir zeigen, was gerade passiert mit Agro Berlin. Ja. Ja, das Ding kommt jetzt. Agro-Ansage 4, Agro-Gold heißt das Motto, weil ich über 100.000 Platten verkauft habe. Ich habe Top 3 damals eingestiegen mit Maske, über 100.000 Platten. Hättest du das erwartet? Natürlich nicht. Aber natürlich freue ich mich. Ich hab's erwartet. Ja, ist ja oft so, dass eher die Freunde an den glauben, also man ist dann selbstkritischer eigentlich und denkt sich dann, na, man weiß es nicht, aber andere Leute sagen einem dann, das wird schon, man glaubt nicht. Man will ja auch nicht enttäuscht sein dann am Ende, falls doch nicht Platz 3 geht, weißt du? Ja. Falls nur Platz 6 wird oder so am Ende. Ja, das heißt, also wie lange seid ihr jetzt auf Tour schon? Seit einer Woche. Eine Woche. Und wir waren in Berlin und Hamburg und so. Und wie lange wird's noch? Noch 2 Wochen jetzt, bis Ende, bis Anfang Dezember, Section. Und unterscheiden sich die Konzerte voneinander? Also dass ihr zum Beispiel in der Stadt seid, da habt ihr eher so ein Publikum und jetzt dann da habt ihr eher das Publikum? Nee, das ist mittlerweile, seitdem Sido so erfolgreich ist, das Durchschnitt. Weißt du, es gibt junge Leute, ältere Leute, harte Leute, weiche Leute und so. Aber Montag und so ist natürlich nicht so voll wie am Wochenende. Wie hat sich denn... Osten ist krass, Mann. Osten ist krass, erzähl mal, warum ist krass? Im Osten, da regeln die sich in ihren Fäkalien und so auf den Konzerten. Die lassen sich echt gehen. Und ich liebe das, weißt du, ich liebe das, wenn die Leute so rumpogen und so, so abgehen zu der Musik und so, das finde ich schon echt cool. So besser als wenn der Song ist vorbei und ich gucke dann so. Ja, also generell, was du auch gerade schon gesagt hast, also das Publikum hat sich ein bisschen verändert, seit Sido so erfolgreich ist, da stehst du halt ab und zu mal in der Bravo oder bist hier und so, das ist natürlich ein anderes Publikum, was du ansprichst oder erreichst als vorher. Und haben sich denn die Konzerte, also von eurer Präsentation, wie ihr die Songs performt oder was ihr da auf der Bühne macht, hat sich das dann auch verändert? Also passt ihr das dem ein bisschen an? Nee. Wir trinken, da sind jetzt zwar 12, 13-Jährige im Publikum, aber wir trinken trotzdem unsere ganze Flasche Jägermeister auf der Bühne, weißt du? Da machen wir keinen Hehl draus, weißt du? Da müssen die Eltern aufpassen, dass sie nicht dahin kommen. Gut, das wäre auch Quatsch, den ersten Arschfick-Song zu veröffentlichen und dann einen auf Moral machen. Natürlich. So, ne? Also das ist ja gut, braucht man ja nicht unbedingt. Aber ich habe auch gehört, oder jetzt gerade auch, wo jetzt viel auch andere Leute ansprecht oder was ich gerade schon gesagt habe, gibt es natürlich auch vermehrt so Sachen wie Groupies, was ihr vorher vielleicht nicht hattet. Ne? Ja. Wie ist denn das? Wie geht ihr damit um? Ja, damit. Immer ficken. Immer klar machen. Ja? Ja, aber ich hab gehört, da ist jetzt irgendwie. Was war da im Tourbus? Gegen der Hersteller, gibt es da nicht irgendeine Regel, die da jetzt eingeführt wurde? Seit drei Tagen haben wir jetzt Frauen-Groupie-Verbot im Bus, weil es wurde zu viel. Wir haben zu viele Eulen in den Bus geholt und so. Und dann hat Bobby eine Eule gefickt, der ganze Bus hat gewackelt und so. Ja? Aber man muss mit klarkommen, weißt du, dann sagt unser Chef, jetzt haben wir Groupie-Verbot und dann müssen wir die halt gleich nach dem Gig irgendwo in der Location bumsen. Echt? Ja, das ist natürlich eine Sache. Ne? Da ist natürlich dann klar. Ne? Aber man muss auch die Regeln akzeptieren. Ja, jetzt musst du professionell, weißt du. Man hat dann ja auch Backstage-Räume, ne? Man ist dann ja auch schon irgendwie weg. Im Technical Rider steht der, wir brauchen Mikrofone auf jeden Fall und Betten im Backstage. Also andere Leute wollen dann irgendwie so und so viel Luftfeuchtigkeit, ist euch egal. Hauptsache irgendwie Bett und fertig Betten, und so. Ja. Weil dein Album kommt ja jetzt auch, ne? Demnächst, ne? Neue Deutsche Welle kommt mein Album. Und was kann man da erwarten? Inwiefern unterscheidest du dich jetzt zum Beispiel von B-Tight oder Sido? Was würdest du bei selber sind sagen? Die Texte auf jeden Fall ein bisschen härter. Ein bisschen härter als bei ihm. Er ist ein bisschen so, er macht was auch für die Kiddies und so, er macht was ein bisschen für die breite Masse. Bei mir werden viele Leute denken, oh, was ist das denn für ein Typ? Echt? Ja, bei mir werden viele Leute auch nicht schieben. Aber er kann besser rappen als ich auch. Also sagst du selber? Ja, auf jeden Fall. Also bei mir geht es in erster Linie noch um Skills und so, ist mehr so ein Rapper-Ding und so. Sido ist verständlich für die breite Masse. Bei mir ist echt ein Hip-Hop-Ding, weißt du? Aber also ich hab auch ein paar Probleme mit ein paar Rappern und so und dann werde ich in erster Linie auch die Rapper dissen und du kennst das Spiel im Hip-Hop. Du hast früher zum Beispiel, wenn ihr jetzt gerade schon mal aufs Thema kommt, gab es Sachen wie mit Bushido oder so, hast du ja früher zusammen was gemacht, ne? Ja. Und jetzt ging es ein bisschen auseinander, erst zu Universal gegangen, das kennen wir ja nur alles. Also so, dass da untereinander viel Streitigkeiten gab und das wird auch viel so aufgebauscht. Aber was ich viel interessanter finde, ist,
dass er ist ja rüber jetzt zu einer, zum Major-Label, zu einer großen Plattenfirma. Ja. Ihr seid immer natürlich immer noch bei Argo Berlin. Ja, wir sind independent geblieben. Weißt du, es gibt Leute, die wollen halt an die schnelle Kohle, können sich erwarten und wollen einen riesen Vorschuss. Und wir sind halt independent geblieben, so sieht's aus. Aber wie ist denn das wie auf dieser industriellen Ebene? Gibt es da auch sowas wie so kleine Feindschaften oder Anfeindungen? Also naja, man merkt auf jeden Fall schon, dass weißt du, so die Major-Labels nicht damit leben können gerade. Dass so ein Independent-Label eine goldene Schallplatte kriegt, weißt du, dass Platz 3, sowas gab es noch nicht, ein Independent-Label in den Top 10. In Deutschland zumindest noch nicht. In Deutschland, Mensch, ja, weißt du, geschweige denn gleich 5 Wochen oder wie lange ich in den Top 10 war, so, weißt du, gab es noch nicht. Deswegen, das Phänomen, damit können die nicht leben. Die haben gedacht, die haben alles unter Kontrolle, so, weißt du, die dachten, das kann nicht passieren. Ja. Und jetzt ist es passiert, weißt du. Aber glaubst du denn, dass also viele sagen dann ja auch, ja, das ist eine Eintagsfliege, das ist ein Phänomen, das wird kommen, das wird wieder gehen. Wie seht ihr denn das? Denkt ihr, dass das wird noch weiter voranschreiben, andere Labels werden nachziehen? Ja, oder in Berlin gibt es jetzt neue Leute, die wollen auch dasselbe machen wie Agro, weil sie gesehen haben, das funktioniert und so. Und in erster Linie sollten Leute Hip-Hop machen, die was von Hip-Hop verstehen und nicht irgendwelche A&Rs mit irgendwelchen Krawatten oder so, mit irgendwelchen Polohemden, weißt du, wie bei den Majors. Irgendwelche Affen bei Universal oder BMG, die haben keine Ahnung davon. Die sollen weiter diesen Patrick Nuhr produzieren, weißt du, so, und wir machen dann Rap. Ist so, das ist das Prinzip, weißt du, darum funktioniert das nur bei uns. Nicht, weil wir jetzt irgendwie so die Ersten sind oder so eine Kacke, sondern wir machen es richtig, das ist das Problem für die. Weißt du, die denken auch, die machen Hip-Hop, aber die haben nicht den Kopf für Hip-Hop, weißt du, die haben Hip-Hop nie gelernt. Weißt du, die kommen aus Rock'n'Roll. Mein Chef ist ein Breaker, verstehst du? Mein Chef ist ein Breaker, der andere Chef ist ein Sprüher, der andere, der hat schon immer Hip-Hop-Sachen gemacht und so. Die Leute verstehen, was sie machen, weißt du? Darum geht's in erster Linie. Ja, recht herzlichen Dank erstmal. Wir sehen jetzt mal einen kurzen Ausschnitt aus eurem neuen Video. Das ist nicht jetzt ganz, sondern wir sehen es jetzt halt. Weltpremiere, exklusiv hier bei Viva. Sido, Beteid, Flair, Argo, Teil 4, Neudeutsch Welle, bitteschön. So, wir haben es jetzt gesehen. Ihr habt es selber auch noch nicht gesehen. Ja, wie war uns Premiere? Ah, der war ja süß. Oh. War der fett oder was? Der war Köln-mäßig. Hab ich Skills oder was? Der war Köln-mäßig. Ja. Köln war nicht so Berlin-mäßig. Wie Bobby seiner jetzt. Alter, war ein Teil der Röst, Alter. Ja, das Video, eine wichtige Ansage: Das Video am Donnerstag wird es komplett gezeigt. Auf jeden Fall. Exklusiv bei Viva. Ja, wenn ihr die neue deutsche Welle sehen wollt, wenn ihr Sido und Beteil sehen wollt, dann kommt am Donnerstag zu Viva. Kackt euch ein. Wie ist das? Seid ihr jetzt zufrieden? Ihr habt es das erste Mal gesehen. Das ging ja schlecht. Viele Grüße an Spectre. Daniel Ader, gut gemacht, Alter. Okay, ich habe jetzt noch mal eine Mail. Und zwar, die möchte ich mal eben vorlesen. Und zwar, wann kommt Ansage 4 raus? Hatten wir gerade geklärt, also nächste Woche. Und, ja, genau. 22.11. Am 22.11. Ja. Nächste Woche Montag ist das, ne? Ja. Und wer, und hier steht, wie steht ihr zu Rassismus? Ja gut, wie findet ihr Punks? Wie steht ihr zu Rassismus? Ist hier die erste Frage. Und ich habe komischerweise, was da ganz gut zu passt, was ich relativ erstaunlich fand. Aber SWR 4 ist so ein Radiosender. Und ich habe den so angedreht und da haben die das irgendwie so besprochen, dein Album, dann was dann bald, oder deine EP, ne? Ja, die schon lange her ist. Genau, die schon lange her ist. Und das haben die auf jeden Fall da irgendwie diskutiert. Und am Schluss sagten die, ja, das wäre auf jeden Fall brutal und rassistisch angehaucht. Geht doch gar nicht, Mann. Ja, denn rassistisch kann auch andersrum sein. Ich weiß ja nicht, deswegen frage ich ja. Also nein, also es ist nicht rassistisch. Ich meine, ich habe einen weißen Partner, weißt du? Ja. Ich bin selbst ein Neger so, deswegen ist eigentlich Rassismus kommt gar nicht in Frage. Die verstehen es nicht. Kannst du verstehen, wie die drauf kommen? Klar, die haben keine Ahnung vom Leben, die wissen nicht, was ich sagen will, so. Die verstehen mich nicht, die sind ganz anders aufgewachsen, haben keine Ahnung, wie es bei uns in Berlin zugeht, so. Deswegen verstehen sie es nicht. So. Also sind sie in Kauf? Natürlich. Ich mache meine Musik, die ich cool finde. Auf jeden. Also in erster Linie mache ich Musik für mich und meine Jungs. Sie sind weit mehr intolerant als wir damit mit unserem Rap. Weil die geben sich gar nicht die Mühe, das zu verstehen. Weil ihr quasi dann auch die Intoleranz auf Seiten derer seht, weil die sich gar nicht mit eurer Musik beschäftigen. Wie er sich selber bezeichnet, verstehst du so? Ja. Und das reicht nicht schon, dass die dann sagen, das ist ja voll rassistisch. Und das ist intolerant, weil die sollen erstmal die Musik hören, sollen erstmal den Typen sich angucken und dann können die darüber urteilen. Alles Blödsinn, Mann. Okay, wir haben jetzt noch einen Anrufer in der Leitung. Wir wollen mal hören, was der zu sagen hat. Jo, hi, hier ist Katze. Ach, Anruferin, heute komme ich immer durcheinander mit Männchen und Weibchen. Hi. Ich bin so. An Sido, und zwar, wem hast du eigentlich den Song, den Aschfix-Song gewidmet? Na, dir, Katrin. Katrin, der ist nur für dich. Oh, geil. Hast du mal nach Köln getroffen? Du bist auch erwähnt in dem Song, Katrin. Stimmt ja, ey. Katrin, hast du schon mal Arsch gefickt? Hast du schon mal Arsch gefickt, Katrin? Katrin, du darfst die Aussage verweigern. Ja? Jo. Okay. Katrin, du kriegst ein Agro-Shirt und das ziehst du dir bitte schön ganz fest über den Popo, dass da nichts passiert. So. Das ist ganz so, dass da auch keiner ran kann. Ne? Jo, so. Bitte schön. Ich zeig dir das nachher ganz für dich. Da ist quasi auch eine Kette auch noch drin eingebaut. Quasi brauchst du dir keine mehr kaufen. Katrin schon weg? Katrin, mach mal. Mach mal. Katrin, mach nichts, was du nicht machen willst, ne? Also sie will alles machen, glaub ich. Katrin, lass dich hier nicht zu irgendwas auf. Und nachher willst du mach den Computer nicht kaputt. Katrin, Alter. Katrin, hast große Titten?
So, Katrin, auf Wiedersehen. Ey. Wir müssen das mal eben so. Katrin. Ja, klar, Alter. Ja, man muss auch eine Frage ungeklärt lassen. Das ist doch viel schöner, okay, für die Illusion. Okay, schön. Ne? Ob die jetzt groß oder klein sind, man muss sich auch ein bisschen was vorstellen können. Stimmt, voll sagt nö und dann ja, seid ihr alle enttäuscht. Wenn morgen wieder auftritt, dann kann er sowieso wieder sich ein Groupie-Mädchen klar machen. Ja, das kann natürlich sein. Ich würde mich nochmal einmal darauf zu sprechen kommen. Und zwar, ihr macht ja auch relativ viel zusammen mit relativ vielen anderen. Harris natürlich, ja, ne? Das hat man jetzt gesehen, auch in der letzten Single. Ja. Und was jetzt auch aktuell ist, du machst mit Reen, also MC René, hast du einen Track, ja, zusammen gemacht. Echt? Ja, es war eigentlich noch geheim, jetzt ist es raus. Agro-Ansage 4 ist noch nicht draußen. Da ist einer drauf, der klingt so ähnlich wie René, deswegen denken Leute, es sei René. Vielleicht ist es auch René, ich muss ihn nochmal fragen. Ich hab's nur gehört, deswegen, das hat mich ein bisschen so angehört, deswegen habe ich mal nachgefragt. Ich rufe ihn nachher gleich mal an. Ich weiß René, nicht genau. Frag ihn, ey, René, haben wir einen Song zusammen gemacht, weißt, ja, du das noch? Ja. Wer weiß, vielleicht steht es auch auf der CD drauf, also ich war keine Ahnung. Und wie kommt sowas überhaupt generell mal zustande? Vielleicht kann man ja fragen. Ja, naja, man findet sich dann cool. Also mit René würde ich bestimmt was zusammen machen, auf jeden Fall. Könnte sein, wie gesagt, dass der Song mit René ist, so, ja, weißt du. Also ich finde, mit Leuten, mit denen ich cool finde, mit denen ich chillen kann, die auf Jägermeister-Level, mit mir auf einem Jägermeister-Level sind, das heißt, so viel Jägermeister trinken können wie ich an einem Abend, mindestens so viel, weißt du, dann können die auch mit mir chillen, dann mache ich auch Songs mit denen. Und Harry trinkt viel mehr als ich. Alter. Harry trinkt gut Jägermeister? Nee, Jägermeister nicht so. Das ist eher so Bex. Der Jimmy. Bex? Ja, Bex und Jimmy. Okay, wie ist das jetzt für dich eigentlich, wo du jetzt gerade, oder jetzt auch jetzt im Moment bist natürlich mit denen zusammen noch auf Tour, aber wenn dann dein eigenes Album rauskommt, dann wirst du ja auch viel Solo-Auftritte haben und alleine unterwegs sein, vielleicht auch alleine ein bisschen Promotion machen, man weiß nicht genau. Dabei. Ich habe auch immer meinen Partner Schütze mit dabei, das ist auch ein neuer Junge, den ich mit ins Game hole und so. Und Mann, ich weiß schon, was. Das Video war so geil, Alter. Ja, Alter. Das Video, Alter. Was war noch ein geil? Ja, alles mal. Also, ich habe ja noch nicht alles gesehen, aber so wie der Look und so, man, geil, Alter. Kann ich noch mal sehen? Ja, wir können es auf jeden Fall nachher nochmal angucken. Wir haben den Clip ja da, also wir können cool, so ein bisschen Videoabend machen geil, und so. Ja, gucken uns das 200 Mal hintereinander antrinken, Jägermeister, und danach verabschiede ich mich dann irgendwie die nächsten 3 Wochen. So, man weiß es nicht genau, ne? Vielleicht. Und dann kann ich für Jägermeister trinken, mal ja auch einen Track mit Sido. Vielen. Genau, wenn du das schaffst, weiß du, bist du herzlich eingeladen. Es kommt darauf an, wie viel man trinken muss, ne? Genau. Ah, ich trinke ja keinen Alkohol. So, also, ja, recht herzlichen Dank erstmal, dass ihr da wart. Das war es auch leider schon. Und Flair, Sido, ja, jetzt auch zum Abschied nochmal ein. Nein, Mann, ey, so, und ganz kurz, am Donnerstag hier bei Rüber kommt das Video exklusiv am 22.11. Ansage 4, Agro bleiben Deutschland. Jetzt einen kleinen Überblick über die News. Jawohl.